So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und ich habe jetzt ein neues Headset und deswegen werde ich mich wahrscheinlich sehr schlecht selber hören. Es hört sich echt komisch an. Ich höre mich sehr dumpf. Höre ich aber das Spiel sehr gut. Nur mich halt nicht. So, was machen wir denn heute? Wir können ja schlecht hier weitermachen, also. Naja. Plattform ist wohl nicht. Kann aber mal was ausprobieren. Ich habe übrigens probiert, mit meinem neuen Controller das Spiel zu spielen, aber anscheinend geht nur das Hauptmenü damit. Frag mich nicht wieso. Ist halt so. Ich mache jetzt einen schnellen Weg dahin. Wenn das nur funktionieren würde. Ja, das wäre relativ cool, wenn es funktionieren würde. Anscheinend geht das nicht. Oder man muss Zusatzteile setzen, ich weiß nicht. War das gerade eine Feder? Oder was war das? Mach ich doch. Na, hier haben wir wenigstens den Vorteil, wir können das von dort vorne direkt machen. Falls ich jemals dieses Teil da fertig kriege oben drüber, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, dort lang zu gehen, aber hey. Immerhin habe ich es dann. Ja. Jetzt kann ich es nicht da rein tun, oder was? Wo muss ich einmal darüber? Damit ich das tun kann. Das wäre so dämlich. Sagt mir, dass ich das nicht tun muss. Nehme ich halt den langen Weg, ey. Kann doch wohl nicht wahr sein. Nee, ich kann das auch wieder nicht beeinflussen. Genauso wie mit dem Teil darüber. Warum? Was ist damit los?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann es auch nicht wegmachen. Ich hasse das. Was soll ich denn auch dagegen tun? Ich kann ja nichts dagegen tun. Ich kann gar nichts dagegen tun, dass der diesen Bug immer wieder macht. Ich muss jetzt finden, wo ich das wieder deleten kann. Das werde ich höchstwahrscheinlich nicht finden. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg hier rum. Hat man mal schöne Ideen und dann darf man die nicht ausleben. Ich hasse es. Ich hasse es. Jetzt haben wir ständig hier 127 stehen und ich kann es nicht wegmachen. Ich glaube, ich ziehe um, ey. Wieder kein Essen. Schnapp ich mir halt welches. Bloß her, du. Ja, hast du davon. Das wäre so eine coole Basis geworden. Aber nein, ich darf nicht tun, was ich will. Kennt man ja in dem Spiel hier, ne? Ich darf nicht tun, was ich will. Kommt da jetzt auch mal was raus? Da. Ich komme nur nicht dran. Weil ich es nicht sehe. So, in welche Richtung will ich denn? In die Richtung. Ich werde erstmal diesen Ort hier verlassen. Und später vielleicht nochmal wiederkommen. Vielleicht in dem nächsten Update, dann lohnt sich das wenigstens wieder. Gut, dass ich vorher so ein Reh geschnetzelt habe, dadurch habe ich ja noch drei Fleisch dabei und die kann man ja gut aufhängen. Ich brauche jetzt aber erstmal einen Ort, wo ich leben kann. Wir sind natürlich hier. Also hier an dem Teich zu leben ist gar nicht mal schlecht. Hier hat man immer diese Fischreserve. Aber dort hinten kommen meistens solche Monster an. Aber ich mache es mal wieder wie früher
und mach mir die Fischreserve. Mit dieser Small Cabin wäre das gar nicht schlecht. Aber ich glaube, ich will lieber ein Treehouse, oder? Ja, ich will lieber ein Treehouse. Führt direkt ins Wasser. Essensvorrat sollte man auch schon mal aufstellen. Den einzigen Vorteil, den ich da oben habe, ist, dass die mich erstmal nicht runterholen können, wenn die kein Monster haben. Ich mach's wieder wie in den alten Folgen. Ich wandere herum und schnapp mir ein bisschen was. Und Häuser mache ich mir auch ganz viele. So, Wasser brauche ich auch noch. Turtle Shell könnte schwieriger werden, aber wir haben ja direkt eine Wasserversorgung, also so schlimm kann es ja nicht werden. Turtle Shell müsste ich dort hinten kriegen oder dort vorne. Jetzt mache ich hier erstmal Sonne hin, ey. Ich höre mich einfach selber nicht. Wenn sich jetzt schon Leute beschweren, dass die mich nicht hören, dann, ich höre mich selbst nicht. Das ist komisch. Da weißt du nie, was du sagst, ey. Könntest du die ganze Zeit irgendeinen Scheiß labern und du merkst das gar nicht. Gut, dass ich mir vorstellen kann, was ich sage. Der gerade einfach die Richtung geändert. So, noch ein Drying Rack. Mein Lieblings Baudingens im Spiel. Früher war das ja mal irgendwie das Baumhaus, aber jetzt nicht mehr. Weil der Drying Rack einfach die besten Vorteile hat. Und wenn du Glück hast, kannst du den sogar im Sonderangebot kriegen. Also was soll man da schon gegen sagen, ne? Einfach nur ein Top-Preis. Ja, ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Musst du vielleicht ein paar Sticks opfern für, aber die kriegst du sowieso wieder, wenn du neu startest und ja. Dafür, dass du immer was zu essen kriegst, ist das schon sehr wertvoll. Voll der grüne Baum, ey. Viel zu grün. Und es fängt an zu regnen. Toll. Jetzt, wo ich nicht mehr den Water Collector hier habe, wo ich mich dazu entschieden habe, wegzugehen, glaubt mir, ich werde den See noch irgendwie meine Rache spüren lassen. Aber das muss erstmal warten. Wir werden uns jetzt erstmal wieder aufbauen hier.
und zuschlagen, wenn die Zeit dazu gekommen ist. So, wie viel brauchen wir noch? Ich kann gerade nicht sehen. Ja, 10 Stück. 9 Stück. Machen wir mal Feuer an, damit ich mir was zu essen machen kann. Den machen wir ja ganz schnell schon mal weg, weil der stört mich immer, weil der im Wasser steht. Wisst ihr was, ich trinke jetzt einfach mal raus. Scheißegal, ob es vergiftet ist. Ich kriege ja trotzdem den Trinkbonus. Der reicht ja erst einmal. Total unauffällig hier so ein Baumhaus. Da wird noch eine Mauer drum gezogen auf jeden Fall und dann wird wieder irgendwie der Boden angehoben, damit das wieder nicht klappt. Denn wir kennen ja unsere Entwickler. Die wollen, dass ich verliere. So, müssen wir auch noch hier haben. Ist wichtig. Und jetzt gehe ich mal eben auf die Jagd nach frischen Schildkröten. Unser Lager hier war super. Schade, dass man das nicht aus dem Multiplayer übernehmen kann. Oder andersrum. Schildkröten, seid ihr da? Anscheinend nicht, doch. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ist euer Tod. Jetzt müssen wir nur noch fertig schaffen, solange es noch regnet. Weil dann haben wir noch den Regen. Und das wird direkt aufgefüllt. Ah, fuck. Doch, geht noch. So, füll mal auf. Ich füll hier mal auf. Wo, wenn da noch gar nichts dranhängt, dann kann man da noch richtig was dranhängen und sieht auch, dass man da dranhängen kann. Ja, geh halt nicht rein. Mach ich das halt auf die altmodische Art und Weise.
sehe nicht mal, ob da Fische drin sind, aber ich gehe mal fischen. Wenn ich die wenigstens sehen würde, ey. Ah, ich habe hier nicht so Skill wie bei Minecraft, wenn ich einfach die Angel ins Wasser werfe, dass sofort ein Fisch kommt. Finde ich schade. So. Pennen. Und speichern. So, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.